Sheldon Cooper aus der Serie Big Bang Theory ist nicht nur hochintelligent, nein, er hat auch ein fotografisches Gedächtnis. Diese Bezeichnung ist unzutreffend. Ich habe ein eidetisches Gedächtnis, wie ich dir bereits mehrfach erklärt habe. Verzeihung, Sheldon, natürlich, eidetisch. Aber was genau heißt das eigentlich? Wir haben einen Deutschen gefunden, der auch ein eidetisches Gedächtnis hat und dem guten Sheldon auch sonst recht ähnlich ist. Der kürzere Weg wäre tatsächlich hier, aber ich muss jetzt hier lang gehen. Dem heutigen Tag 7227 Tage gearbeitet, 8430 Tage verheiratet. Was ist das für ein Mann, der sich solche Dinge merkt? Wozu braucht er das im Alltag? Hier in Gardenstedt bei Braunschweig lebt er. Der echte Sheldon Cooper. Ein Mann mit einem eidetischen Gedächtnis. Das besitzt nur weniger als 1% der Menschen weltweit. Kommen Sie rein. Ja, danke schön. So, hier ist mein Haus. Dr. Peter Schmidt ist Autist mit Asperger-Syndrom. Heißt, er braucht im Alltag feste Rituale. Eins davon sehen wir sofort. Wenn ich jetzt hier durchgehe, ich muss immer über diesen Punkt gehen. Hier ist die Mitte des Hauses, meine Erdung. Da muss ich immer drüber gehen, wenn ich in den Flur gehe. Peter muss immer das Gleiche tun. Das gibt ihm Sicherheit. Auf der Terrasse treffen wir seine Frau Martina. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich setz mich einfach, ne? Ja, ist gut. Mach's dir bequem. Normalerweise sitz ich da halt immer. Weil, hier jetzt auf dem Platz? Ja, das ist immer mein Platz, wenn wir hier sitzen. Okay, ja, kein Problem, ich setz mich um. Da oder da haben wir auch noch Platz heute. Danke. Natürlich. Aha, wie bei Sheldon. Ein typisches Verhalten von Autisten. Jede Abweichung von der Routine stresst sie. Manche Rituale sind so abwegig nun gar nicht, weil sie auch nicht unbedingt im Widerspruch zu den Bedürfnissen der anderen stehen. Zu Problemen kommt es ja nur dann, wenn die zu den Bedürfnissen der anderen im Widerspruch stehen. Ja, Peter, was ist denn los? Ich sage, ja, das und das und das ist jetzt etwas nicht so, wie ich es eigentlich hätte haben müssen, damit ich funktioniere. Er muss auf jeden Fall immer sein Ding durchziehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt mein Ding durchziehen in dem strengen Sinne. Es ist nur für alle Beteiligten besser, weil dann eine viel bessere Grundstimmung herrscht. Um Argumente ist Peter nicht verlegen. Kein Wunder, er ist Einser-Abiturient, trägt einen Doktor der Geophysik und ist Mitglied im weltweiten Mensa-Club der Hochbegabten. Aber selbst die haben nicht alle ein eidetisches Gedächtnis. Merken Sie sich gut, wie unsere Redakteurin aussieht. Am Ende des Tages muss Peter sagen, was sich an ihr verändert hat. Peter führt uns ein Stockwerk höher. Er arbeitet bei einem Pharmaunternehmen. Aber einmal die Woche macht er Homeoffice, weil er zu Hause besser arbeiten kann. Mit Kollegen ein Büro teilen ist für ihn eher ein Graus. Ich musste im Grunde genommen, wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, allein in einem Büro zu sitzen, wieso eigentlich, dann musste ich das mit einer langen Argumentationskette deutlich machen oder es mussten Erfahrungen da sein, die klar machten, ja, es funktioniert wirklich auf Dauer nicht mit dem Herrn Schmidt. Uns fällt auf, Peters Eigenheiten zeigen sich auch am Arbeitsplatz. Sein Obst ist für den Tag streng sortiert. Diese Ordnung braucht er, um sich zu konzentrieren. Peter arbeitet als IT-Manager und Programmierer. Seine Kollegen nutzen sein eidetisches Gedächtnis öfter mal zur Kontrolle von größeren Rechnungen. Wenn ich hier sehr viele Zahlenkolonnen auf dem Bildschirm habe, dann hilft es mir, irgendwelche Abweichungen sehr schnell festzustellen. Wenn da irgendwelche Fehler drin sein sollen, dann finde ich die sehr schnell. Klappt nur, weil Peter sein eidetisches Gedächtnis hat. Und das steckt hinter dem Begriff. Beim normalen Gedächtnis arbeitet hauptsächlich die linke Hirnhälfte. Sie sammelt Informationen, mit denen wir unseren Alltag meistern, löscht aber auch die Infos, die wir langfristig nicht brauchen. Ganz anders bei Menschen mit eidetischem Gedächtnis. Bei ihnen arbeitet hauptsächlich die rechte Hirnhälfte. Die ist laut Wissenschaft zuständig für Sonderbegabungen. Peter prägt sich vor allem Strukturen und Muster sehr gut ein. Er speichert einerseits mehr ab, andererseits vergisst er weniger, ob er will oder nicht. Warum das so ist, ist noch wenig erforscht. Jedoch wissen die Experten, dass Autismus ein eidetisches Gedächtnis fördern kann. Autisten kommen häufig mit einem Defekt in der linken Hirnhälfte zur Welt. Der zwingt sie quasi, mehr mit der rechten Hirnhälfte zu arbeiten. Heißt aber nicht, dass alle Autisten automatisch Eidetiker sind.
Ich speichere viele Sachen in meinem Leben ab. Wenn ich die gesehen habe, werden die, sage ich mal, bildlich abgespeichert. Zum Beispiel das Interstate-Netz der Vereinigten Staaten oder das Autobahnnetz von Deutschland. Wenn ihr wollt, kann ich das euch auch mal aufzeichnen. Peter legt los. Wohlgemerkt, nur aus dem Kopf. Dann zweigt die A96 ab. Die A2 geht dann praktisch hier nach Osten. Da mündet die A8 in die A5. Wir haben den Oldenburger Autobahnring. Also die Karte ist noch nicht vollständig. Wie viel wollen Sie denn noch haben? Danke, reicht. Zum Vergleich, Peter hat das Autobahnnetz 1:1 getroffen. In meinem Wagen befindet sich im Übrigen auch überhaupt kein Navi. Wir wollen wissen, wie gut funktioniert sein Gedächtnis bei Dingen, die er zum ersten Mal sieht. Wir haben zwei Bilderrätsel vorbereitet, die Peter so schnell wie möglich lösen muss. Beide testen sein eidetisches Gedächtnis. Beide kriegt er nur kurz zu sehen. Doch bevor es für Peter soweit ist, muss unser Kameraassistent ran. Der hat kein eidetisches Gedächtnis. Aufgabe 1, finde so schnell wie möglich den Hund zwischen den Pandabären. Unser Kameraassistent entdeckt ihn nach 10 Sekunden. Und Peter? Reicht ein Blick. Das Ding hat eine dickere Nase. Aufgabe 2, hier geht's darum, sich die Punkte zu merken. Und zwar auf diesem und auf diesem Bild. Legen wir beide Bilder übereinander, wie hier, ergibt sich ein Buchstabe. Den sollen die beiden erraten, jedoch ohne unsere technische Hilfe. Nee, krieg ich nicht hin. Ja, vor meinem geistigen Auge sehe ich irgendwas Rundes, wenn ich die roten Punkte nehme mit dem Strich drin. Geh. So toll Peters Gedächtnisleistung ist, mit einem tut er sich schwer. Zwischenmenschliche Beziehungen. Peter und Martina sind seit 23 Jahren verheiratet. Wann ist ihr aufgefallen, dass Peter etwas anders tickt? Ich fand ihn halt total faszinierend irgendwie. Es hat geknistert zwischen uns. Und dann haben wir uns dann halt mal verabredet und auch immer wieder getroffen. Und dann erst habe ich gemerkt, dass er offenbar rational mich abcheckt, ob ich sozusagen brauchbar bin als Partnerin oder nicht. Erinnert stark an Sheldons Beziehungsrahmenvereinbarung mit Amy. Es gab eine schriftliche Liste und da waren dann eben Sachen drin gewesen wie Tropentauglichkeit. Peter hatte eine lange Liste an ganz präzisen Eigenschaften und die mussten alle erfüllt sein. Vollständig sich in mich zu verlieben, würde er erst zulassen, wenn das alles wirklich gegeben ist. Na, Amy hat's mit Sheldon ja auch nicht leicht. Bei Peter können schon Gummibärchen zu einer zwischenmenschlichen Herausforderung werden. Ich brauche immer am Anfang zumindest von jeder Farbe, die ich wahrnehme, die da drin ist, ein Gummibärchen und die stecke ich dann normalerweise auf einen Schlag in den Mund. Was passiert, wenn wir das stören? Wir riskieren's. Das würde ich mich aber nicht trauen, da jetzt einen rauszunehmen. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Seine Stimmung ist im Keller. Damit er den Dreh nicht abbricht, fragen wir jetzt nach seinen besonderen Begabungen. Er hat nämlich einen unglaublichen Orientierungssinn. Den wollen wir testen. Und zwar in Köln, in einem Stadtteil, in dem er noch nie war. In Köln kenne ich mich eigentlich nicht weiter aus. Die Aufgabe? Peter soll den kürzesten Weg zu einer Straße finden. Alles, was wir ihm erlauben, ist ein kurzer Blick auf den Stadtplan. Die Straße selbst dürfte kaum ein Kölner kennen. Spinnmühlengasse. Spinnmühlengasse. Ja, dann gehe ich jetzt mal los. Also jetzt norde ich mich ein. Die Richtung? Stimmt. 1,5 Kilometer Strecke. Er muss über 14 Seitenstraßen. Alles aus dem Kopf. Doch nach wenigen Metern eine kurze Verzögerung. Der kürzere Weg wäre tatsächlich hier, aber ich muss jetzt hier lang gehen. Peter muss auf Steine mit einer auffälligen Form treten. Aber wir merken schnell, das macht ihm nichts aus. Im Gegenteil, es macht ihn glücklich. Das ist zum Beispiel eine sehr markante Stelle auf dem Plan gewesen. Und dass ich da jetzt vorbeikomme, zeigt mir, ich habe nach wie vor, bin ich auf Kurs, den richtigen Weg gefunden. In der Kürze konnte er sich das Muster der Straßen exakt merken und so den Weg finden. Nur Ampeln nerven. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. 50 Meter weiter, Ziel erreicht. In 17 Minuten. Wie ein wandelndes Navi. Da oben steht's. Spinnenmühlengasse. Aufgabe gelöst.
Wieder zurück bei Peter zu Hause wollen wir von ihm wissen. So. Was hat sich an mir verändert seit heute Morgen? Also, der erste Unterschied, der sofort auffällig ist, es waren auch zwei solche silbernen Ringe auf der Hand, und zwar auf diesen beiden Fingern, würde ich sagen. Richtig? Ey, cool! Noch was? Okay, habe ich ja sowas übersehen. Da zwei oder drei? Da fehlt eins. Da war noch eins, da waren drei, definitiv. Richtig. Nach dem Tag mit ihm interessiert uns noch eine Frage. Wäre Peter lieber normal, also ohne seine Fähigkeiten, aber im menschlichen Miteinander einfacher? Wenn es also wirklich so sein sollte, dass die Stärken, die ich habe, vom Autismus völlig unabhängig sind, dann würde ich so eine Pille sofort nehmen. Aber auch nur dann. Denn sein eidetisches Gedächtnis würde Peter um nichts in der Welt hergeben. So ist es also in echt, so ein Leben mit eidetischem Gedächtnis. Die tollen Fähigkeiten haben manchmal eben auch ihren Preis.